Das Schulhaus wartet auf, beinahe hätte ich gesagt, auf seine Opfer. Der große Tag ist angebrochen. 100-mal hat man die Kleinen in den letzten Wochen gefragt, gehst du gern zur Schule? Und 100-mal haben sie selbstverständlich Ja gesagt. Jetzt muss es sich weisen. Die Kleinen sind schüchtern, wie sie es nie mehr in einem Schulzimmer sein werden. Morgen nicht und in 10 Jahren noch viel weniger. Dabei könnten sie sich heute noch fast alles leisten, wenn sie es wüssten. Wo ist denn die Mami? Sie ist noch da, einstweilen zum Angewöhnen, damit die Nestwärme sich nicht gleich auf einen Schlag verflüchtigt. Eigentlich sollte man sich das Ganze noch einmal überlegen. Schule, als ob es zu Hause nicht schöner wäre. Was spielt das schon für eine Rolle, ob einer mehr oder weniger dabei ist? Aber es scheint doch eine Rolle zu spielen. Lauter unbeschriebene Blättchen sind sie, diese Erstklässler am ersten Schultag. Lauter intelligente Kinder, weil noch niemand Gelegenheit hatte, ihnen mangelnde Intelligenz vorzuwerfen oder gar zu beweisen. Darum sind sie auch so hoffnungsfroh und stolz. Stolz einmal in erster Linie auf den Tornister und was darin ist. Kostbare Dinge, die eigentlich für die Schule zu gut sind. Jetzt wird es gleich losgehen. Man gibt sich mit einiger Spannung Betrachtungen über die neue Lage hin. Wer denn schon seinen Namen schreiben könne, möchte die Lehrerin gerne wissen. Stolze Elternaugen richten sich erwartungsvoll auf die Kleinen, auf den Kleinen. Und der macht doch tatsächlich keinen Mucks. Und die auch nicht. Und der noch viel weniger. Und dabei haben sie doch zu Hause den ganzen Tag geschrieben. Endlich! Peter hat es erfasst. Ja, unser Peter, der wird es einmal zu etwas bringen im Leben. Darauf können Sie sich verlassen. Stellen Sie sich vor, der hat schon mit 2, was heißt mit 2, mit 1,5 Jahren Verslein aufgesagt, fehlerfrei und ohne Hilfe. Na, bitte. Allmählich beginnt man sich in das Klima zu gewöhnen und bald werden sie es heraushaben, wie man Privatunterhaltungen während der Schule diskret bewältigt. Zeigt her eure Thekchen, das ist ein stolzer Augenblick, das erste Kräftemessen innerhalb der menschlichen Gesellschaft. Der Tornister mit Fell triumphiert über den ohne und umgekehrt. Dann schreiben sie alle in die Luft. Und bald wird es auch keine unbeschriebenen Blättchen mehr geben. Wie schön war es im Kindergarten. Oh lala, wer hätte gedacht, dass die hier so pedantisch sind. Geschrieben ist schließlich geschrieben. Aber dafür wird auf die physische Kondition Rücksicht genommen. Nach der ersten gewaltigen Anstrengung gleich Entspannungsübungen. Also denn, bis zum nächsten Mal. So schlimm war es auch wieder nicht. Was siehst du, sag mal. Jörgli. Jörgli? Ja. Wie war es in der Schule? Schön. Was haben wir gemacht? Weißt du nicht mehr, was wir gemacht haben? Nein. Haben wir schon geschrieben? Nein. Wie ist die Lehrerin? Lieb. Und gehst du zum ersten Mal in die Schule? Ja. Wieso gehst du in die Schule? Zum Lehren. Was willst du lernen?
Schreiben und andere Sachen auch noch. Was haben Sie gemacht in der Schule? Was haben Sie gemacht? Zeichnen. Strich gemacht. Wie ist die Lehrerin? Schön. Wie heisst du? Susi Keller. Was hast du heute gemacht in der Schule? Zeichnen. Was haben Sie gezeichnet? So gerade Strich. Hast du es gut können? Ja. Ist die Lehrerin zufrieden mit dir? Ich musste eine Seite ausreißen. Wie alt bist du, Daniel? Sechs. Sieben. Sieben bist du schon? Ja. Bist du zum ersten Mal in die Schule gegangen? Ja. Wie ist es in der Schule? Schön und gut. Aber ich habe noch keinen gespannt. Erster Schultag. Man sieht es ihm beinahe an, dass der Ernstli des Lebens begonnen hat.